So, moin ihr Nachteulen, Frühaufsteher und Langschläfer. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, mein Einkauf vom. Ich war beim Rodamel Drugstore, kennt ihr auch in meinen anderen Videos sicherlich schon. Da habe ich so ein paar Sachen gekauft. Und zwar wollte ich jetzt das nochmal gerade zeigen. Das habe ich da heute gekauft und zwar hat das 190 Pesos gekostet. Dann wollte ich jetzt auch nochmal zeigen, die Happy Peanuts in der großen Verpackung. Die haben nämlich 28 Pesos gekostet, die 300 Gramm Packung. Nochmal Kekse, 20 Pesos. Wie viel sind da drin? 10 Stück oder was? Und die auch irgendwie 20 Pesos ungefähr. Die nochmal 60. Ich weiß, alles gesunde Lebensmittel heute. Dann habe ich noch Baby Wipes, mal ein kleines Paket gekauft. Das hat mich ganze 60 Pesos gekostet. 20 kleine Baby Wipes. Und dann habe ich nochmal hier ein Früchte-Cocktail-Dingsbums gekauft. Der hat nämlich 50 Pesos gekostet. Das sind 432 Gramm Nettogewicht und Drained White 222. Und nochmal hier schön Ham Speech Dingsen Bumsen für ganze 87 Pesos. Das ist die 220 Milliliter Packung. Die kleinen Packungen sind ja viel teurer als die größeren. Naja. So, und dann habe ich auch nochmal zwei Flaschen Alkohol gekauft. So, weil wir müssen Hände sauber machen, wenn man in der Stadt ist. Da kostet eine so eine Flasche 26 Pesos. Und dann, und jetzt kommt das Spezial. Boah, ich mache mal so ein bisschen hoch. So, haben wir noch bei einem anderen Laden was gekauft. Und zwar heißt der. Der heißt DIY Supermarkt Einrichtungshaus Dingsbums. Und da haben wir so ein paar Sachen gekauft. Zum Beispiel habe ich mir mal für mein Zimmer oben hier einen kleinen Handfeger gekauft. Der hat 88 Pesos gekostet, das Set. Ja, ist, kann man benutzen. Dann haben wir noch hier zu Testzwecken habe ich mal so ein Ding gekauft. Das ist hier so ein Bambus und das ist so ein anderes Holz irgendwie. Da kann man so dann so Bilder, so kleine Bilder reinhängen oder was, ne? Das hat irgendwie 80 Pesos gekostet. Wenn ich die dann selbst produziere, hat Jay als gerade erzählt, das kann man für einen Pesos kaufen oder was. Ich glaube auch, wenn ich das selbst herstelle, da liegen wir bei, ja, 5 bis 10 Pesos maximal wahrscheinlich. So, dann hat meine Frau nochmal hier sowas gekauft. Ich habe jetzt keine Ahnung, was es gekostet hat. Ich habe ja so eine lange Quittung. Irgendwie 60 Pesos, glaube ich, oder so. Dann haben wir noch so Container hier gekauft, 25 Pesos. Habe ich sie auch erstmal offen lassen machen. Da ist richtig so ein Dichtungsring drin. Die kann man auch dann neu kaufen sogar. Was die Dichtungsringe neu kaufen kosten, weiß ich nicht. War so eine Tüte mit 10 so Dichtungsringe irgendwie, weiß ich nicht. Kosten 20 Pesos neue Ringe. 25 Pesos ein so ein Ding. Wattestäbchen hier, Ohrstöpselchen, Q-Tips. Meine Frau war schon dran, da hatte sie die Plastikdinger. Ich sag mal, also Plastik geht da wohl gar nicht. Habe ich ja schon tausendmal gesagt. Nur die aus Bambus kaufen. Gilt auch für alle meine, für jeden, der mich kennt oder meine Angestellten und meine Geschäftspartner. Wenn ich euch erwische mit Plastikdingern, dann gibt es eine Abmahnung oder Kündigung. Hat jetzt aber auch das Paket 99 Pesos gekostet. Das sind 400 Stück. Noch zwei Container hier, selbe Scheiß. Dann hat meine Frau noch hier so eine Schüssel gekauft, irgendwie mit so einem Ventil da irgendwie. Ja, die kleine kostet 30 Pesos. Die ist jetzt gar nicht so gut, die hat gar keinen extra Dichtungsring. Ich weiß jetzt gar nicht genau, warum sie die gekauft hat. Ich habe ihr immer gesagt, eigentlich nur quadratische Container kaufen mit Dichtungsring drin. Oder jetzt die rund mal als Ausnahme für Zucker oder was. Weiß ich nicht. Das Ding habe ich auch keine Ahnung, was das sollte. Da werde ich noch mein erstes Wörtchen mit ihr reden. Irgendwie, ja, kostet irgendwie 10, 20 Pesos bestimmt nur. Ja, für Maha irgendwie so ein Food-Container, auch irgendwie 20 Pesos.
paar Schwämme. Was? 88 Pesos, 3 Schwämme? Will die mich verarschen? Das war jetzt nicht günstig. Also dann habe ich mir noch Band gekauft. Hier, so dieses Paketband, was sie immer benutzen. Das kann ich manchmal ganz gut gebrauchen. Das ist so ein, ja, das ist halt das Plastik. Das ist so 90% Plastik, was wiederverwertet wird aus Müll. Also wenn man Müll einschmilzt, wird da ein Granulat draus gewonnen und daraus wird dann zum Beispiel so ein Paketband gebaut, was man immer mal irgendwie, ja, als wir unser Einkauf gemacht haben, das haben die uns ja auch dann in so eine Box gepackt, weil wir gesagt haben, hier, pack mal nicht in eine Plastiktüte, weil wir sind auf dem Moped, pack mal einen Karton rein, dann wird das damit dann zugemacht. So, ich habe meiner Frau gesagt, kauf das Ding mal irgendwie, auch 88 Pesos, weil für unsere Pancakes, da hat sie jetzt immer so eine kleine Schüssel jetzt angerührt, wenn sie das mal von Hand angerührt hat. Da habe ich gesagt, kauf das jetzt mal. Das ist sonst scheiße. Eine Flaschenbürste mussten wir unbedingt mal haben, weil wir immer so unser Trinkwasser in so eine Gatorade-Flaschen füllen. Die Bürste hat jetzt, ach, ich weiß es nicht, vielleicht 66 Pesos gekostet. Ich denke mal 66 Pesos. Hier steht irgendwas mit Bürste. Das Ding habe ich auch nochmal zu Testzwecken einfach nur gekauft. So ein kleines Bambus, ja, für heiße, ne, sowas da. Das hat 40 Pesos gekostet. Ja gut, meine Frau hat noch so einen kleinen Ständer jetzt gekauft für die Flaschen, weil Mara jetzt da verstärkt auf von der Brust abkommt und mehr der Flaschenmilch trinkt und dann hat dieser Dryer jetzt hier Geld gekostet. Oh, und endlich hat meine Frau eine, für ihre blöden BHs so eine Beutel gekauft. Ich hoffe, das sind die. Ja, Washing Bag. Weil ich hasse das, ihre Klamotten zu waschen mit den BHs. Ich wasche die BHs da nicht mit, weil da verheddern sich immer diese Bügel in den Klamotten drin. Ist auch blöd. So, und das Ding jetzt, frag mich nicht warum. Ich glaube 40 oder 60 Pesos. Ja, Freunde, das war schon wieder. Das war mein Einkaufform. Es hat euch gefallen und ihr habt sehr viel gelernt. In diesem Sinne auf jeden Fall immer wieder reingehauen und vorbeigeschauen. Macht's gut.